Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy mit mir, den Lataxis. Wir werden heute zum Hausmeister gehen, einmal schauen, ob wir genug Demigeister haben, damit wir Alohomora 2 lernen können. Und dann werden wir natürlich, wie heißt sie, in der Hauptquest weitermachen, wieder auf dem Weg. Müssen wir wieder zur Kartenkammer. Also, wie gesagt, wir machen erstmal hier hinter den Monden. Nee, machen wir mal auf der Karte markieren und dann machen wir Schnellreise dahin. So, zum Hausmeister. Lehrertour in Schauen. Ja, ich glaube, das ist am nächsten, ne? Hier. So, da hinten steht er doch schon. So, dann drückt mal den Daumen, dass wir genug Demigreise haben. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich wäre Ihnen jedoch sehr verbunden, wenn Sie noch ein paar mehr finden könnten. Wie viel denn noch? Ich schaue mich weiter um. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen noch mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil Sie nur nachts gesammelt werden können. Ja, danke. Danke, danke. Ja, wie viel haben wir denn? Können wir das nicht irgendwo sehen? Nein, hier nicht. Können wir das nicht hier unter Inventar? Können wir das doch bestimmt irgendwie sehen, ne? Das sind Kräuter. So, das sind Tierwesen. Alphabetisch sortiert. Hä, wir haben doch mehr als den Hippogreif gefunden, oder? Okay. So, alle Seiten. Karte mit fliegenden Kerzen, ja, die müssen wir auch noch machen. Nee, ich dachte, das steht hier drunter, wie viel Demigeise. Okay. Da war das hier drunter irgendwo. Wartet mal. Was haben wir denn hier? Beschwörung. Zauber. Abgriffe, Eigenschaften. Velio-Seiten, ne, Tierwesen. Oh, guck mal, den haben wir sogar schon voll. Haben wir alle Zutaten entdeckt? Alle 16 tatsächlich. Hier fehlen uns noch ein paar. So. Ich meine, man konnte irgendwo sehen, wie viel Demigeise man hat oder überhaupt. Muss doch eigentlich im Inventar, müsste das doch drin stehen. Weil wir haben sie doch auch irgendwo im Inventar drin. Die Demigeise. Ausrüstung. Da, im Inventar. Die müssten doch hier eigentlich sein. Gibt es hier noch mehr? Haben wir irgendwas übersehen? So. Ressourcen. Da könnten noch die Demigeise auch drunter sein, ne? Ich sehe aber keine. So, Notizen, okay. Auftragsgegenstände. Hier müssten sie doch eigentlich drunter sein, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Denkarium. Ruhmdarstellung. Astro. Labium. Stimmt, das haben wir ja behalten, das haben wir nicht abgegeben. Okay, ja, werden wir schon irgendwie rauskriegen. Gut, wir machen dann mit der Hauptquest weiter. Ja.
Quatsch. So, wir machen mit Hauptquest weiter. Wir laufen aber mal hin. Vielleicht finden wir ja noch was unterwegs. Revelio. Ne? Wobei, ja gut, ich glaube, hier haben wir... schon alles. Was ist, wenn das so bleibt? Was? Sei nicht albern, das lässt in ein paar Stunden nach. Jetzt, hier ist doch nichts. Vielleicht oben? Ach komm, wir gehen jetzt weiter. Wir gehen hier weiter. Unten war auch nichts, ne? Ja. Der pinkt immer. Revelio. Da habe ich was gesehen. Glaube ich. Ja, hier, guck mal. Handbuchseite. Porträt von Sir Cadogan. Sir Cadogan war angeblich mit Berlin selbst befreundet und wurde als solcher zum Ritter der Tafelrunde. Obwohl er eigentlich nur in der Welt der Zauberei bekannt ist, er ist berühmt für seinen Sieg über den Weibern von Wei und verbringt nun seine Tage damit, Schüler zu Duellen herauszufordern. Revelio. Ja. Manchmal ist er gar nicht verkehrt, doch nochmal hier so durchzulaufen, ne? Falls euch das auffällt und ihr seht, dass der Boden hier so schön glänzt und spiegelt und so, das liegt daran, dass ich jetzt nach den letzten Patches auch mal wieder Raytracing mit eingeschaltet habe. Das macht das Spiel ja dann doch noch einiges hübscher und es scheint jetzt einigermaßen zu laufen mit Raytracing. Ich meine, schaut euch mal den Bogen an. Den Boden. Ne? Schöne ganze Lichtspiegelung hier drin. Das sieht doch gleich schon wieder ganz anders aus. Ja, aber ich finde so teilweise an einem Fenster, wenn man vorbeigeht und das Licht dann da so reinscheint, ist dann teilweise doch noch ein bisschen extrem. Aber ansonsten sieht's richtig schick aus mit Raytracing. So. Hier haben wir eigentlich alles schon abgesucht. Ne? Wird doch immer schwieriger, die letzten Sachen zu finden. Guck mal da. Kommen wir hier durch? Den haben wir immer noch nicht gemacht. Und schon lange machen. Level 25. Seit 1000 Jahren so. Sag zumindest Garlic. Wieso pinkt das immer so? Hier ist doch nichts mehr, oder? Hier die Seiten habe ich auch schon alle entdeckt. Wenn wir das öffnen, ja komm, dann machen wir das doch mal. Revelio. Ich
Ich glaube, das wird doch eine Erkundungsrunde hier. Ich glaube, die Quest, das wird, glaube ich, noch ein bisschen was dauern. Was haben wir denn hier? Ein Troll. Noch Seiten zu entdecken. Okay, und da haben wir nochmal ein Zahlenrätsel. Ja komm, dann nehmen wir dann natürlich auch mit. Da ist noch ein Troll. Auch keine Seite, ne? Nee. Gut, dann gibt es hier das Zahlenrätsel. Dann machen wir das mal eben. Wir haben die Spinne. Die Spinne ist die 8. 8 und 12 sind 20. Dann brauchen wir noch die 2. Und die 2 ist das da. Das da ist gut. So, wo haben wir denn ein Fragezeichen? So, das ist die 2. Dann müsste das da schon mal passen. Unten, wir haben das Einhorn, ist die 1. Dann haben wir hier die Krake, das müsste die 7 sein, sind 8. Wartet mal. Und das Einhorn wäre 9. Aber zweimal das Einhorn, das kann ich mir schon bald gar nicht vorstellen. Wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tatsächlich, das ist die 7 und das Einhorn ist die 1 und 8. Ja gut, dann machen wir das Einhorn. Wo ist denn das zweite Fragezeichen? Da. Normal müsste es jetzt gewesen sein. War es auch. So, da habe ich schon gesehen, da gibt es eine Seite. Am Ölgemälde, das eine wunderschöne Gorgone und ihren Verehrer zeigt. Der Weise die Augen abwendet, während er sich beugt, um ihre Hand zu küssen. Es heißt, dass der Künstler dieses Werkes bei der Übergabe versehentlich auf sein Motiv starte und jetzt für immer Skulptur in einen Garten in Griechenland steht. Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Sollte sich auch nicht mit Gorgonen einlassen, ne? Oh. Ein Wappen haben wir dabei dazu bekommen auch noch. Revelio. Sonst haben wir hier alles, ne? Oh, okay. Ah. Ich musste da drauf klicken. Das war so verlockend. Aber dann hier unten schon mal. Guck mal, da gibt es noch Schmetterling. Guck mal, hier hängen auch noch lauter schicke Bilder. Hier unten waren wir dann auch noch nicht. Das ist denn vielleicht der Schmetterling, der hier die ganze Zeit so rumpickt oder was? So, hatten wir hinten eine Treppe? Ja, aber nicht die richtige, glaube ich. Ne? Da vorbei? Revelio. Da oben ist der Schmetterling. Lumos. Oh, 29 von 50. Weißt du mal, ich höre es nicht, wie du denkst, mein Engel. Deine Augen täuschten dich. Ja, worüber streitet ihr? Och, Kür. Das hätte ich jetzt aber gerne im Dialog gehört. Machen einen erst so neugierig und dann passiert nichts, ne? Mal eben schauen, wo wir hinkommen. Revelio. Wo sind wir hier? Ich glaube, hier waren wir ja noch gar nicht, ne? Im Abschnitt. Oder? Doch, hier sind Tränke. Ah, okay. Alohomora. Haben wir das nicht schon mal geöffnet, das Schloss? Ist das nicht das Lehrerzimmer oder das Zimmer von dem Professor?
Aber da sind sie noch nicht eingebrochen, ne? Da hatten wir den Schlüssel damals für bekommen. Genau. Revelio. Da dürfte nichts mehr drin sein, ne? Nee. Haben wir hier noch im Kessel was drin? Ja. Komm, dann schmeißen wir hier nochmal einen rein. So, und sonst war hier auch nichts mehr, ne? So, noch mal mit dem Professor. Professor, Schaub, hätten Sie einen Moment? Nun, kommt ganz darauf an, wofür. Ich habe ein Aurorenabzeichen auf Ihrem Tisch gesehen. Würden Sie mir von Ihrer Zeit als Auror berichten? Gut aufgepasst. Nun, ich könnte mir wohl etwas Zeit nehmen. Ich habe jahrelang Schurken aufgespürt, die mit schwarzmagischen Artefakten handeln. Das klingt richtig aufregend. Aufregend? Ja, das war es. Zumindest solange es währte. Als Auror hatte ich eine Menge Erfolg. Aber Erfolge können selbstgefällig machen, wenn man sein Selbstvertrauen nicht durch Demut mäßigt. Ein Fehltritt im Kampf hat alles verändert. Darf ich fragen, was passiert ist? Ja, ich nehme an, das steht auch in den Akten. Mein Partner und ich hatten einen Verdächtigen im Hafen von Scarborough aufgespürt. Er wollte Schrumpfköpfe schmuggeln. Ich dachte, dass er allein arbeitet. Ich hatte mich geirrt. Und sie wussten, dass wir kommen. Sobald wir das Schiff betraten, nun, ich entkam nur knapp mit dem Leben. Mein Partner hatte weniger Glück. Ich schätze, Auror zu sein ist sehr gefährlich. Mein Beileid. Das stimmt. Aber niemand von uns besitzt eine Überlebensgarantie. Passen Sie auf. Und nicht nur in meiner Stunde. Genau das möchte ich Ihnen allen einschärfen. Ein Tropfen kann den Unterschied zwischen Trank und Gift ausmachen, bis man das falsche Mittel einnimmt. Wahre Worte, Professor. Ja, der hat gar nicht so Unrecht. Aber ich habe gedacht, wir hätten mit dem schon darüber gesprochen. Dann nehmen wir den Tank natürlich mit, wenn der fertig ist. So. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt die Quest an. Müssen wir hier wieder hoch. Hier waren wir natürlich überall schon. Ja, ihr zwei. Euch geht's gut, ne? Nee, hier hoch. Weiß, mit Flohpulver wäre das wahrscheinlich um einiges schneller gegangen. Aber ich finde, so hat man dann auch immer noch mal die Möglichkeit, was zu entdecken, was man vielleicht noch nicht lösen konnte vorher. Revelio. Ne, oder vielleicht mal auch hier und da mal was übersehen. So. Ha, guck mal. Du gehörst alle Humora. Machen wir da eine Tür. Ich hoffe ja immer noch, dass wir einen Demigeist finden, ne? Deshalb mache ich hier die Schlösser ja hauptsächlich auf. Weil ich mir nicht vorstellen, dass wir in Hogwarts hier auch schon alle Demigeister gefunden haben. Ich meine, wir haben ja noch nicht mal die ersten 9 zusammen, ne? Revelio. Das auf jeden Fall eine Notiz. Wichtiges Muggel-Artefakt. Dieses missverstandene Artefakt ist angeblich wichtig für die Muggel-Kriegsführung. Aber die meisten Zauberer finden die Aussicht, eine so schwere Waffe zu führen, völlig unverständlich. Kiste. Da, ein Demigeist. Ja, wieso sagt er das denn nicht, dass wir einen gefunden haben hier? So. Das sind so Kugeln, ne? Demigeist-Mond.
Dann gucke ich noch mal eben schnell. So. Da, guck mal. Ich hab die Demigeiste gesucht, aber hier nicht den Mond. Oder steht auch nicht bei, wie viel wir haben. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Geht der jetzt hier drunter? Nee, kann mir nicht vorstellen. Das Wappen, ja genau. Gut. Revelio. Geht das nicht? Das hat immer pinkt. Obwohl da nichts mehr ist. So, man, oh, da kommen wir nicht rein. Vielleicht war es ja genau der eine Demigeist, der uns noch fehlte. So. Ist noch irgendwo eine Schatztruhe? Ach, die ist über uns, ne? Da sind auch noch Schatztruhen. Können wir das Schloss denn hier? Oh, guck mal, ich bin das Schloss hier auf. Ja, ich glaube, wir kommen in dieser Folge nicht zu der Quest. So. Aber ist ja auch nicht schlimm. Die, ne, die Quest, die rennen uns ja auch nicht weg. Bisschen Abwechslung ist ja auch nicht verkehrt. Oh, da ist wieder so ein Frosch, der teleportiert uns bestimmt wieder irgendwo hin. Sonst ist hier nichts, ne? Ne. So, wo sind wir jetzt? Eingesperrt. Hilfe! Hilfe! Ich will hier raus! Und natürlich brauchen wir... Levisio. Levisio. Nee, doch, Levio. Oder Levioso. Mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. So. So, warte mal. Ich glaube, durch die Kröte sind wir gekommen. Ne? Ich würde sagen, dann machen wir mal durch. Mit der Kröte weiter. Durch die Kröte weiter, wollte ich sagen. Revelio. So. Da ist ein Troll. Bist du jetzt nicht lebendig hier, ne? Okay, dann werden wir hier durch so ein kleines Labyrinth oder was geschickt. Und von wem sind wir gekommen? Ich glaube, ich gehe jetzt hier weiter. Jo. Nee. War verkehrt. Ich glaube, da müssen wir den hier nehmen. So, nicht identifizierter Gegenstand. Hals. Das, glaube ich, war der letzte Raum. Sind wir natürlich komplett zurück hier. Da können wir hier runterspringen. Oh, wobei, das geht schon ganz schön tief. Oh, wow, 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 wow. Geht schon ganz schön tief hier runter, ne? Wollen wir es wagen? Da haben wir noch nicht mal Schaden genommen. Hier waren wir überall, ne? Ja, hier stehen überall diese Kröten rum. Ja, auch sonst nichts mehr hier. Gut. Das war, wie gesagt, gar nicht so verkehrt, nochmal durchs Schloss zu laufen. Man kann immer noch Sachen entdecken. Revelio. Ich weiß nicht, ob das was bringt oder ob wir das schon mal gemacht haben. Ach ne, hier waren wir schon mal, ne? Ja, ja. Genau, dann müssen wir jetzt hier runter und dann sind wir, glaube ich, in der Kartenkammer. Kiste hat mir schon geleert da oben, ja? Ja, seht ihr ja, wenn wir jetzt mit per Flohpulver hier hingereist wären, hätten wir die anderen Sachen alle gar nicht entdeckt. Irgendwann hätten sie das wahrscheinlich schon entdeckt, aber
Jetzt haben wir es erledigt. So. Revelio. Hier gibt es aber auch nichts Neues, ne? Nee. Ich finde diese Karte so klasse. Sie täten gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen. Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe. Und ich unterrichte schon sehr lange. Wie schön, eine solche Schülerin zu haben. Das kann es sein. Da sind sie ja. So, geht weiter. Ich musste einen kleinen Schluck trinken. Ich habe ihre Eule erhalten. Ich konnte mit Lodgok reden, dem Goblin, den ich erwähnte. Was haben Sie erfahren? Er und Renrock standen sich nahe, aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Das tue ich. Schwer zu sagen. Ja, ist auch schwer zu sagen. Ne? Kobolde kann man halt sehr schlecht einschätzen. Er wirkte aufrichtig. Es ist natürlich schwer zu sagen, aber Sirona Ryan vertraut ihm. Besser als nichts, nehme ich an. Gesetzt den Fall, wir trauen ihm. Hilft er uns, Renrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Renrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Renrocks Pläne erfahren. Lodgok hat erwähnt, dass Renrock etwas sucht. Er konnte mir aber nicht sagen, was. Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Renrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rockwood? In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet ihre nächste Prüfung statt. Aber Sie haben nichts gesehen. Sie haben nichts gesehen? Mit niemandem gesprochen? Nein. Ich gab mich nicht zu erkennen. Ich war erst vor kurzem dort. Und unter denen, die ich hörte, war niemand, den ich kenne oder dem ich vertraue. Ich blieb versteckt, um nicht die Zerstörung meines Porträts zu riskieren. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Leider ist Victor Rockwood, offenbar ihr Nachkomme, ein schwarzer Magier und mit Renrock verbündet. Mein Nachkomme? Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich mein Porträt. Na gut, Sir. Bin unterwegs. Viel Erfolg. Sputen wir uns. Wir treffen uns in Schloss Rookwood. Ja, an dieser Stelle machen wir dann beim nächsten Mal weiter, denn die Zeit ist auch schon wieder um. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lataxis. Bye, bye.